Und hier in der Übersetzerkabine, der nächste Talk ist SIM-Kartentechnologie von A bis Z von Harald Welte und live vom 36. Chaos Communication Congress in Leipzig. Wir übersetzen alle Talks zwischen Deutsch und Englisch und die meisten auch in eine weitere Sprache, dieser ist ausnahmsweise nicht. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen mit dem Hashtag C3T auf Twitter und für euch übersetzen jetzt Pharmafirma, Kwi und Mr. Bronze. So, danke schön. Ein Applaus für Harald. SIM-Kartentechnologie von A bis Z oder von A bis X. Thanks a lot for the introduction. Danke für diese Einführung. Wie ihr seht, musste ich eben den Titel ein bisschen anpassen, weil ich keine Abkürzung, kein Akronym gefunden habe, das mit Z angefangen hat. Aber dann ist es halt nur A bis X. Also von APDU bis XRES, das sind so zwei Akronyme, die ich dann später erklären werde. Was geht es heute in den nächsten etwa 45 Minuten? Es geht um die relevanten Spezifikationen und ja, um was haben wir für Interfaces, für Protokolle. Es gibt ein Dateisystem in SIM-Karten und wir werden uns die Entwicklung anschauen von SIM-Karten seit 2G bis zu 5G. Das etwa von 1991 oder so bis jetzt ist halt. Und wir werden uns das SIM-Toolkit, Embedded SIMs und so weiter auch anschauen. Ich wurde schon kurz vorgestellt. So, also, ja. Die Leute sagen manchmal, dass ich mehr Diagramme machen soll und ich habe jetzt versucht, mich zu verbessern. Das ist effektiv etwas, was ich sagte mir mal eine Nacht, ich versuche jetzt mal einen Graph zu machen von all diesen Spezifikationen, die irgendwie mit SIM-Karten zu tun haben. Und das ist halt dabei rausgekommen. Das sind wirklich nur die Spezifikationen von SIM-Karten. Das wurde halbautomatisch generiert, das ist nur der Graph wurde von mir erstellt. Aber dennoch gehe ich jetzt wieder zurück in die Textform. Wir schauen uns an, welche Spezifikationen relevant sind. Also das Wichtigste für alle Chipkarten gibt es einen ISO-Standard von der Internationalen Standardisierungsorganisation, die nennen das ICCs, Integrated Circuit Cards. Es gibt auch die ITU, die Internationale Telekommunikationsunion. Die hat eben diese Telekom Charge Cards. Das ist quasi ein Vorgänger der SIM-Karte, das, was man in Telefonkabinen nutzen konnte. Dann gibt es die ETSI, die Europäische Telecommunication Standard Institute. Dort wurde das GSM ursprünglich spezifiziert. GSM war das erste digitale Telefoniesystem, das SIM-Karten nutzte, soweit ich weiß, aber ich bin nicht Historiker. Dann gibt es 3GPP, das dritte Generation Partnership Projekt. Das ist da, wo die 3G-Specs dann weiterentwickelt wurden. Und weil ETSI war halt etwas Europäisches und 3GBP ist etwas internationaler, da können dann auch Amerikaner und Chinesen natürlich diese alle mitmachen. Und dann haben wir außerhalb der Telekommunikationsbranche auch noch weitere Spezifikationen, zum Beispiel Global Platform Card Spezifikation. Die spezifizieren viele Aspekte rund um die Java-Karten, Applets, Installationen. Das bringt uns dann zu dem nächsten. Das ist eine private Firma, also Sun ist jetzt ein Teil von Oracle.
die haben halt das ganze, den ganzen Java-Teil von den Java-Karten gemacht. Und dann haben wir noch das GSMA. Die haben nicht so viel mit SIM-Karten selber zu tun, außer bei der eSIM, wo dann die GSMA eine wichtige Rolle spielt. Wenn es um diese Standardisierer geht, was ist eine SIM eigentlich? Also SIM heißt Subscriber-Identifikationsmodul. Wahrscheinlich haben alle von euch mindestens eine davon oder irgendwann mal gehabt. Und ja, es ist überall, jedes Mobilgerät mehr oder weniger hat sowas, das in den letzten 20 Jahren herausgekommen ist. Häufig sind die halt als Karten oder manchmal auch eingeläutet. SIM-Karten-Hacken hat auch große Tradition beim CCC. In zum Beispiel 1998 wurde von Vodafone in Deutschland SIM-Karten geklont. It was titled from D2. Ja, die haben Brute Force-Attacken gemacht gegen diese Karten und konnten sie dann so klonen. Und zu dieser Zeit hat man auch auf dem FTP-Server gefunden, dass dort ein SIM-Card-Simulator gewährt, der in Turbo C entwickelt worden ist. Und ich weiß nicht, wie viele C-SIM-Karten hatten. Das waren Karten, die damals benutzt haben zum Knacken von Satellitenzugangskarten. Ja, also insgesamt kann man sagen, der SIM-Card-Stack ist deutlich komplizierter und tiefer geworden. Und dann lass uns mal jetzt zusammenfassen, was SIM-Karten tun und wozu sie gut gewesen sind. Also wenn wir historisch gesehen starten, SIM-Karten waren der Vorgänger zu den SIM-Karten heutzutage, waren die Chipkarten, die in dem C-Netz genutzt worden sind. Das war das analoge Telefonsystem, das in Deutschland seit 1988 lief, das heutzutage ein Teil von Usenom Analog eine Open-Source-Implementation bekommen hat. Guckt euch Jolly mal bei Vinci Retro Computing Area an, hier auf dem CCC. Vor 1988 waren das nur magnetische Karten, aber 1988 gab es dann integrierte Schaltkreise auf diesen Karten mit einem analogen Telefonsystem und für GSM war von Beginn an eine Chipkarte. Das Konzept der SIM-Karte war, dass die Identität des Teilnehmers des Systems außerhalb des Telefons gespeichert wird, ganz anders als CDMA, wo das halt im Telefon selbst gespeichert wird, aber separat von dem Gerät kann man jede Menge Nutzsituationen sich vorstellen, wie zum Beispiel auch zu diesem Zeitpunkt noch viel wichtiger waren. Zusätzlich zu dem Identität-Speichersystem ist es eine kryptografisch verschlüsselte Identität, auch jede Menge Netzwerkparameter, zum Beispiel welche Art auf das Netzwerk zugreifen kann. Das kann statisches sein, vom demjenigen, der das SIM-Card hergestellt hat, aber die nicht beschreibbar durch den Nutzer sind. Das im Grunde Zugriffssystem, bis mein normaler Teilnehmer ist, mein ein Notfalldienst, der besondere Zugriffsberechtigung hat und dynamische Werte, wie zum Beispiel auf der Karte. Dynamisch bedeutet also, dass sie geschrieben und aktualisiert werden können, jederzeit während der Nutzung. Das ist zum Beispiel das TMSC, die temporäre Entität, die vom Netzwerk regelmäßig zugewiesen wird. Und auch der Verschlüsselungszugang. Und auch die Nachfolger, die jetzt später gekommen sind. Und die werden geschrieben und gelesen und das Telefon auch regelmäßig geschrieben und manche durch den Nutzer, manchmal durch das Telefon und manchmal auch durch den Nutzer, wie zum Beispiel das Telefonbuch und die Kurznachrichten auf dem Gerät. Die ursprüngliche Zertifizierung war für eine Kreditkartengröße und sollte in Mietwagen oder in Firmenwagen, das heißt, sobald man das aus dem Auto dann herausgeht, kann man dann diese Karte herausziehen
aus in voller Kreditkartengröße und jemand anders kann seine Karte dann reinstecken. Angeblich soll es auch öffentliche GSM-Telefone in den Zügen gegeben haben, aber das habe ich nicht gesehen persönlich. Aber da war ich zu der Zeit wohl noch ein bisschen naiv. So, dann kommen wir mal zu der Mutter aller Smartcards. In Deutschland dienen sie ISE 7816 oder kurz ISO 7816. Und da gibt es Gründe, das ist die ISO, die sich eine Spezifizierung ausdenkt und dann bekommt sie eine Nummer und dann die europäische Norm kommt dann vorbei. Na, dann machen wir aber aus der europäischen auch noch, dann aus der internationalen noch eine europäische und machen da dann einfach ein ICL von und dann kommt der deutsche und dann machen wir aus der europäischen noch eine deutsche Norm draus und dann haben wir den ISO IEC 7816. Wenn man sich tatsächlich die Kopie vom Deutschen Industrienormeninstitut holt, ich habe sie jetzt nicht da, aber man bekommt eine Seite, wo drauf steht, eine zusätzliche Seite, wo im Grunde drin steht, wo einfach die wichtigsten Sätze übersetzt dann drin stehen. Tut mir leid, das ist einfach total lächerlich. Die gesamte Spezifikation ist auf Englisch, aber nur die wichtigsten Begriffe sind dann übersetzt, das File, Datei bedeutet. Das ist total wichtig für den Leser, da bin ich mir ganz sicher. Naja, alles klar. Also der Titel ist integrierte Schaltkreise mit Kontakten. Naja, sie sind jetzt kontaktlos, aber zumindest damals zu dem Zeitpunkt waren sie das noch nicht. Und es hat 15 Teile. Die wichtigsten sind die folgenden, 1 bis 4. Das heißt erstens die physischen Eigenschaften, die mechanischen und Dimensionen. Ein Teil ist ein anderer Teil der Spezifizierung. Das sind natürlich alles einzelne Dokumente, die sind einzeln verkauft werden. Also wenn man aber wissen will, wo die liegen, dann muss man natürlich nochmal eine andere Spezifizierung haben. Dann ist Teil 3, das ist die elektronischen Signale und die Übertragungsprotokolle. Das gucken wir uns dann gleich im Detail noch ein bisschen an. Und Teil 4, was ist die industrieweite Kommandos zum Austausch. Aber warum nennen wir das nicht internationale Interindustriekommandos für interverbundene Interverbindungen und so weiter. Also die nächste wichtige Spezifizierung sind die GSM-Spezifizierung 11.11. Leicht zu merken, das ist die Spezifizierung des Teilnehmeridentifikationsmoduls für mobile Endgeräte. Also bei GSM gibt es das Endgerät, das ist die Station, die mobile Ausrüstung, die Hardware und die SIM, was die SIM ist. Und interessanterweise bedeutet es nicht nur, dass diese ISO-Specs sich darauf beziehen, sondern es wiederholt, also im Grunde eins zu eins kopiert diese Spezifikationen von ISO mit ein paar Erweiterungen, mit ein paar Änderungen oder Korrekturen. Dann gibt es auch nochmal die Orte von den Kontakten, die Größe der Karte und so weiter und so weiter und so weiter. Aber darüber hinaus, aus diesen ISO-Standards spezifiziert es dann auch noch, dann was aus der SIM eine SIM-Karte ist und nicht eine andere Kontaktkarte. Das sind die Informationsmodelle, die Dateisysteme auf der Karte und die Protokolle, die wir dafür benutzen auf dieser Karte. Und letztens hier mit einem Schreibfehler, wie bei meinen Slides immer üblich ist, last but not least, und natürlich am Ende, wie man tatsächlich den GSM Authentifizierungsalgorithmus durchführt. Die physikalische Schnittstelle auf der Smartcard ist sehr interessant. Wenn du schon mal ein bisschen mit sowas gearbeitet hast, dann ist es etwas interessant, also exotisch auch. Wir haben 4 relevante Anschlüsse, Pins. Wir haben Besorgungsspannung, nicht überraschend. Das kann 5, 3 oder 1,8 Volt sein. 3,3 Volt gibt es nicht, es ist 3,0 Volt. Ich weiß nicht genau warum, aber so ist es. Wir haben ein Clock-Signal, einen Taktgeber. Das soll zwischen 1 und 5 MHz sein. Also das Telefon bietet Versorgungsspannung und Takt.
Dann gibt es einen Reset-Pin, wenn man die Karte resetten möchte, und dann bidirektionale serielle Kommunikationspins. Ja, und dann gibt es ein paar nette Diagramme, wie das alles funktioniert, wenn du jetzt Power startest, nichts Überraschendes. Da gibt es eine Aktivierungssequenz. Wenn die Karte aktiviert wurde, dann wird es immer ein Answer to Reset geben, eine Antwort auf das Reset, eine Byte-Serie, die ein bisschen über die Karte Informationen gibt, welche Taktraten und so weiter. Nachdem wir die Karte hochgefahren haben, haben wir die Bit-Übertragungslevel. Das ist ziemlich wie ein normales UART. Wenn man schon mal RS-232 angeguckt hat oder irgendwas in diese Richtung, irgendeinen seriellen Port, ziemlich einfach. Es gibt ein Start-Bit, ein Stop-Bit, ein paar Paritäts-Bit, serielle Bit-Übertragung. Was ein bisschen interessant ist, wir haben einen Takt und es ist aber eine asynchrone Übertragung. Es gibt keine Phasen Kopplung. In vielen Datenblättern ist das dann ein bisschen unklar geschrieben. Die sagen, ja, das ist synchron, aber eigentlich ist das nicht so richtig. Die Richtung, Kommunikationsrichtung ändert immer wieder. Ja, auch das Timing ist nicht überall so gut spezifiziert, aber das scheint den meisten Leuten auch nicht so wichtig zu sein. Smart Card Kommunikation. Sobald wir Bytes hin und her schicken können zwischen der Karte und dem Laser, dann gibt es das APDU. Das ist in dem ISO 7816-4 definiert. Ein APDU besteht aus verschiedenen Bytes. Es hat zum Beispiel eine Klasse, das spezifiziert eine Art, eine Klasse von Kommando. Dann haben wir effektiv eine Instruktion, das INS. Wir haben Parameter, P1 und P2. Das ist dann spezifisch für die Instruktion. Wir haben eine Länge des Kommandos, erwartete Länge der Antwort, Antwortdaten und einen Status, der sagt uns dann, ob der Befehl richtig oder ob es richtig ausgeführt wurde, ob es einen Fehler gab oder ähnliches. Das APDU hat noch ein tieferes Layer, da gibt es das TPDU. Da gibt es zwei Protokolle, die meistens genutzt werden, die also in dem Kontext spezifiziert sind. Es gibt ein T gleich 0 Protokoll, das ist meistens genutzt in SIM-Karten. Und dann gibt es auch das T gleich 1. Das ist, wird nur, ja, also jedes Telefon muss das gemäß Spezifikation implementieren, aber es wird halt selten genutzt. Und die Karte, das Telefon, die Karte kann auswählen, was sie wählen. T gleich 1 wird eigentlich eher in Banking und Crypto Smart Cards benutzt. Und also eines ist halt blockorientierter Datentransfer und das andere ist byte-orientierter Datentransfer. Und eines hat Checksummen, CRCs, und das hat man bei T gleich 1 hat man das, bei T gleich 0 hat man das nicht. Also das APDU wird dann auf TPDUs gemappt. Details lasse ich jetzt aus, aber einfach so ein kleines Beispiel unten, damit ihr das seht, wie das aussieht. Also das TPDU-Kommando oben, das A0 ist das Klassenbyte, SIM-Karte, A4 bedeutet, wähle ein File aus, wähle eine Datei aus, auf der man arbeiten möchte. Dann gibt es zwei Parameter. 0,2 ist die Länge des Kommandos und jetzt erwarten wir natürlich zwei Bytes und das 3F00 ist das Root Directory, also das Wurzelverzeichnis, auf dem wir dann arbeiten wollen. Und die Antwort wäre jetzt einfach nur ein Status, das heißt einfach in diesem Fall erfolgreich. Wie wählt man jetzt zum Beispiel eine Datei aus auf diesem Dateisystem der Karte? Die meisten Smartcards haben ein Dateisystem. Das ist nicht so ein Dateisystem, wie ihr euch das von den USB-Sticks zum Beispiel vorstellt, mit Blöcken, sondern ein Smartcard-Dateisystem, das läuft innerhalb der Karte und man spricht quasi mit diesem
mit diesem System. Es entspricht in der PC-Welt eher einem PTP-Protokoll, wo zwei Prozessoren miteinander, also man spricht nicht direkt mit den Blöcken, sondern man spricht mit einer anderen CPU, die dann auf das Filesystem zugreift. Es gibt aber natürlich Ähnlichkeiten. Man hat zum Beispiel eine Root Directory, also ein Wurzelverzeichnis, wo es startet. Dann gibt es verschiedene Arten von Datenfiles, zum Beispiel ein Elementary File, wo effektiv Dateien drin sind. Es gibt weitere spezifische Dinge, die man auf PC-Systemen oder Computersystemen eher selten kennt. Wir haben so etwas, was transparentes ERF genannt wird. Das ist einfach ein Datenstrom von Daten. Aber dann haben wir sowas wie ein Linear Fixed EF. Das ist ein etwas von einer fixen Größe. Und da kann man, die Datei hat dann zum Beispiel 24 Bytes. Dann gibt es zyklisches EF. Das wäre ein Ringpuffer von, also ein Puffer von Daten, und dann gibt es incrementable, also Dinge, die man größer machen kann, Files, die man größer machen kann. Jede Datei hat Zugriffsrechte, die definieren, wer lesen, modifizieren kann oder quasi, also es gibt kein Deleten, kein Löschen in dem Sinne, aber man kann es invalidieren. Und das ist dann halt, je nachdem, welche PIN von der SIM benutzt wurde. Und also einige von euch wissen wahrscheinlich, es gibt eine PIN 2 auf SIM-Karten. Und dann gibt es noch einen Administrator-PIN. Das hat in der Regel nur der Netzbetreiber. Und was kann man jetzt machen? Welche Kommandos gibt es auf der SIM-Karte, auf diesem Dateisystem? Natürlich eine Datei auswählen, etwas updaten, lesen und updaten. Und wir haben Kommandos, zum Beispiel den CHV, das ist die Karteninhaber-Verifikation, also heißt eigentlich die PIN. Ich weiß nicht, warum sie es nicht einfach PIN nennen, aber es ist einfach SIM ändern, SIM deaktivieren und so weiter. Das ist das, was das Telefon intern macht, wenn ihr sagt, dass ihr die PIN ändern wollt oder so. Soweit sind wir noch nicht über 2G hinausgegangen. Es gibt noch eine Menge mehr. Aber jetzt gucken wir uns mal das Dateisystem genauer an und dessen Hierarchie. Also wir haben das MF, das ist das Wurzelsystem. Dann haben wir die Hex-Zahlen, die sind die Identifikatoren auf dem Protokollebene. Das heißt, wir haben das DFGSM, das ist das GSM-Ordner, da sind die Parameter, die mit GSM zu tun drin haben. Dann haben die ECID, das ist spezifische Identifikator auf dieser spezifischen Karte. Wenn man das also genauer aufnimmt, dann sieht man diese Graph, das ist tatsächlich einer aus den Spezifikationen selbst. Hier kann man erkennen, hier ist ein Iridium-Ordner, ein Ordner, ja, das ist irgendein Global Star, und alle möglichen Telefoniesystemen, die haben alle ihre eigenen Ordner in diesem System. Aber in GSM, da finden wir nur zwei und vielleicht ein paar Unterordner. Ja, also als 3G dann kam, dann ist etwas passiert. Ja, wie ich das sagte, da wurde das von ECI auf das 3GPP umtransportiert, aber natürlich Chipkarten im Rahmen von Telekom haben natürlich Nutzungsmöglichkeiten außerhalb der normalen Handytelefonie. Das heißt, die Spezifikationen wurden aufgeteilt an dem Punkt. Da ist etwas Neues passiert, nämlich das Universal, das UICC, die universelle integrierte Schaltkarte. Dieser Teil der Spezifikationen war weiterhin Teil von ECI und er wird auch weiterentwickelt. Und dann gibt es die USIM-Applikation oben auf der USCC drauf. Das ist der Teil, der für 3GPP relevant ist. Und das wird implementiert in einem ADF. Das ist eine Application Dedicated File, eine applikationszugewiesene Datei. In ADFs kann man auch
auswählen, ähnlich wie ein normales DF. Der Unterschied ist, dass die Identifikatoren deutlich länger sind, und das sind alles Details, die für den Nutzer vielleicht nicht so alt sind, aber sieht es von Nutzerperspektive aus. Das heißt, wir haben eine Aufteilung von Core, UCC und dann obendrauf eine USIM-Anwendung, und wenn man eine SIM-Karte, die mit 2G und 3G benutzt werden kann, dann hat man im Grunde eine klassische SIM-Karte und zusätzlich eine USIM-Anwendung, die oben darauf läuft. Und es gibt einige Karten, die nur mit 3G und späterer Technologie wurden und keine 2G-Modus mehr haben, weil der Netzbetreiber keinen 2G-Modus hat, aber dann hat man kein klassisches SIM mehr auf der Karte. Als 4G dann LTE kam, ja, da waren keine spezifischen Änderungen, gab es keine Anforderungen, ob es in der SIM-Karte nimmt. Man kann einfach eine normale USIM 3G-Karte benutzen, auf einem LTE-Netzwerk nutzen. Das ist die gleiche Schlüsselaustauschmechanismus. Wir haben dann ein paar zusätzliche Dateien zugeworfen, die aber total freiwillig waren zur Optimierung von bestimmten Bits, und es gibt ein paar optionale neue IMS-Anwendungen. IMS steht für IP-Multimedia-System. Das ist eine 3G-Sprache, dann Voice-over-IP, in dem Falle Voice-over-LTE, also Sprachtransfer, und das ist das Multimedia-System, um Volte zu implementieren. Und Volte ist eigentlich ein Marketingbegriff und kein Spezialisierungsbegriff, das optional auf das SIM drauf ist. Da kann eine ISIM-Applikation drauf, wo dann Parameter wie SEP-User identifiziert und weitere Informationen für das Sprache über IP-Protokoll mit drin sind. Und dort werden die Berechnungen auf der IMSI berechnet. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht notwendig, das auf der SIM zu tun, aber es ist möglich. Wenn wir jetzt zu 5G gehen, das heißt, auch dort 5G nutzt weiterhin die vorhandenen 3G und 4G USIM-Karten, zusätzlich ein paar freiwillig angelegte Dateien. Ein besonderes Feature, das wahrscheinlich jeder gerne haben möchte, was ein neues SIM benötigen würde oder eine veränderte SIM benötigen würde, das ist die Suchi. Die Teilnehmer Consult Identifier kann innerhalb des SIM berechnet werden, und wenn es dort eine SIM-Card berechnet wird, dann hat die SIM natürlich die Möglichkeit, Unterstützung für diese Berechnung haben, und das benötigt besonderes SIM-Card-Support. Außerhalb dort kann man alle anderen 4G-SIM-Karten auf einem 5G-Netzwerk, da hat sich sonst nichts verändert. Da hat sich nichts von dem da verändert. Genau, wenn wir uns die Karten nochmal jetzt mehr von der Hardware-Perspektive angucken, haben das System hatten wir uns ja gerade schon angeguckt, und die Dinge, die dort möglich waren, also das heißt, erstens haben wir einen Prozessorkern, der von vielen verschiedenen Stellen und vielen Stellen reicht. Und viele von sind 8-Bit-Derivate von einem 8051er. Viel heutzutage sind es viele ARM-Prozessoren, viele SC, SC001, SC3000, und SC steht für abgesicherter Kern. Das ist also keine spezifische SIM, sondern es ist ein Sicherheitskern. Es ist so sicher, dass es ARM gar nicht sagt, was daran sicher ist, außer dass es sicher ist. Die Kombination ist also natürlich total geheim und wird sicher weggehalten von jemandem, der sie lesen möchte. Also für diese Chips, die Smartcard-Chips, Chips selber, kann man manchmal nicht mal eine simple, einseitige Eigenschaftsbeschreibung finden, selbst wenn sie dort sind. Ja, dort ist ein RAM-Speicher und ein ROM-Speicher mit dem Bootloader, manchmal sogar Teil des Betriebssystems, und das ist auch zum Teil eher ungewöhnlich. Neuere Karten haben oft auch den Flash-Speicher, und in dem Flash-Speicher befindet sich auch das ganze Betriebssystem und die Anwendung und dann die Anwendung drauf. Anwendung gucken wir uns genauer an, wenn wir über die Software reden. Leider ist es im Gegensatz zu den teuren Krypto-Smartkarten, werden die SIM-Karten meist ausgesucht dafür, dass sie halt möglichst günstig sind. Das liegt vor allem an dem Boom bei den Prepaid-Karten. Aber das ist jetzt damals mal anders gewesen, wo man halt dann einfach einen Vertrag abschließen musste für lange Zeit. Dann konnte man viel Karten für die SIM-Karten ausgeben. Aber jetzt SIM-Karten, die man täglich wegwirft, da braucht man nur die Karte, und
Dann braucht man ein paar Cents für die Java-Patente bezahlen und so weiter und so weiter. Dann lohnt sich das finanziell nicht mehr und da kann man Geld mehr für SIM-Karten ausgeben. Also das heißt, das erklärt auch, warum viele SIM-Karten heute, obwohl es technisch möglich ist, haben sie keine Hardware-Krypto, aber sie machen das dann in der Software, weil es günstiger ist. Na, dann hat man aber Anwendungszeit-Probleme und so weiter. Also, wenn man sich jetzt die Software anschaut, dort hat man Karten mit einem Operating System, gibt aber auch Speicherkarten, aber die reichen für SIM-Card-Nutzungsanwendungen nicht aus. In den Krypto-Smart-Card-Bereichen gibt es Betriebssysteme, die relativ gut bekannt sind, aber zum Stück weit schon dokumentiert sind. In SIM-Karten ist es ein bisschen anders. Nahezu niemand weiß, was auf diesen Karten drauf ist. Eben die SIM-Card-Hersteller. Das ist nicht etwas, was sie nicht in ihre Webseite schreiben. Sie würden nicht sagen, was für Betriebssysteme auf den Geräten laufen. Das SIM-Card-Betriebssystem von Implementierungseigenschaften her, alle relevanten Attribute sind standardisierte Interface. Welches Betriebssystem drauf ist, ist dann im Grunde eigentlich eine Entscheidung vom Netzbetreiber nicht so wichtig. In den frühen waren sie eher sehr monolithisch, das heißt, man hatte keine große Trennung zwischen den Betriebssystemen und der SIM-Anwendung. Heutzutage sind sie modularer. Man hat also die Trennung zwischen dem Kernbetriebssystem und den Anwendungs-SIM, USIM und so weiter. Das heißt, historisch, damals war das System sehr auf der Hardware abhängig und die Anwendung nicht portabel. Das hat sich heutzutage etwas geändert. Aufgrund der Einführung der Java-Karten in dem SIM-Kartenbereich, dass es zwar nicht verpflichtend ist, niemand wurscht, dass die SIM-Karte eine Java-Karte sein muss, aber sind quasi auf dem Markt alle Java-Karten, weil sie bestimmte Vorteile haben und sind quasi die Norm heutzutage. Die Java-Karten selbst sind unabhängig von der SIM-Karte entwickelt worden, aber Java ist eine Sun-Technologie, das heißt, Sun ist dahinter. Die ersten Karten wurden 1996 gebaut, also machen deutlich später nach SIM-Karten von Schlumberger, das jetzt Teil von Gemalto sind. Ja. Und ein paar Seiten, wenn das Slide sind, redundant. Die Java-Karten, die wichtigsten, wurden von Global Platform implementiert und dann haben vendor-unabhängige Anwendungen dann darauf implementiert worden. Wenn man das jetzt einem Java-Entwickler zeigen würde, dann würde er wahrscheinlich sehr schnell verschwinden. Es sind ein sehr seltsam beschnittener Anteil von Java mit einer besonderen VM auf der Karte, die aber keine normale VM ist. Man hat ein besonderes ausführbares Format, was keine JAR-Datei ist. Und die Idee ist, dass man also die Card-Anwendungen portabel hat. Also die Idee ist schon ganz sinnvoll, aber das könnte man auch mit jeder Menge anderer Standards machen und das hätte nicht eine VM gebraucht für diese Sache. Ja, wie ich das gesagt habe, es gibt tatsächlich keine funktionale Bedingung, dass es eine Java-Karte ist, ist aber in der Realität immer ein Wert. Ja, hier geht es tatsächlich um die Portabilität des Systems. Wenn ein Netzbetreiber eine Anwendung für die SIM-Karte entwickelt, dann haben sie natürlich nicht so viel Zeit und wenn sie jedes Jahr einen neuen Supplier finden, dann wollen sie ihre eigenen Anwendungen auf der aktuellen und auch der nächsten und der übernächsten und der überübernächsten SIM-Card laufen lassen können und dann natürlich nicht ihren Code neu schreiben oder schreiben lassen. Und interessanterweise hat die 3GPP und ECI haben dort Java-APIs und Pakete, die spezifisch für Java-Karten da sind, die auch SIM-Karten sind. Das heißt, man hat SIM-Karten-Spezifizierungen und Java-Karten-Spezifizierungen, hat man auch SIM-Part-Java-API-Spezifizierungen, dass eben besondere Anwendungen auf diesen Karten nutzen können, um bestimmte SIM-relevante Aspekte zu übernehmen. Das bringt uns dann zu einer der seltsamen historischen Entwicklungen. Das heißt SIM-Toolkit oder später Card-Application-Toolkit, also Karten-Anwendungs-Baukasten-Toolkit.
Es geht darum, Anwendungen mit User Interface auf dem Telefon anzubieten. Die Karte hat natürlich kein User Interface, keine Nutzerschnittstelle, aber die Karte kann Menüs anzeigen und Optionen anbieten. Manche Leute haben das schon bei manchen Telefonen gesehen, diese SIM-Toolkit-Menüs irgendwo. Ich glaube, in Deutschland hat es nie so richtig Lauf aufgenommen. Man kann natürlich ein paar sehr besondere Premium-SMS-Dienste abonnieren, wenn du langweilt bist, aber in anderen Regionen ist es eine sehr erfolgreiche Geschichte. Es hat einen großen Einfluss auf die Gesellschaft. Kenia ist zum Beispiel das Paradebeispiel dafür. M-Pesa, das mobile Bezahlungssystem, wurde initial um das Card Application Toolkit herum aufgebaut und hat den Bankensektor übernommen. Irgendwann hat jeder so sein Geld transportiert, auch Leute ohne Bankkonto. Und es gibt quasi keine Bedürfnisse mehr für den Alltag, ein Bankkonto zu haben. Es gibt ein paar weitere Instruktionen, Details zu ITBDUs, möchte ich jetzt nicht genauer betrachten. Das nächste Ding bei den SIM-Karten ist die proaktive SIM. Wenn wir die SIM-Card-Kommunikation angucken oder die Smart-Card-Kommunikation im Allgemeinen, dann ist es immer der Leser, also das Telefon, das eine Instruktion an die Karte schickt. Und die Karte antwortet. Die Karte ist also immer der Reaktor. Die Karte kann nicht selber Sachen triggern. Da ist drumherum gearbeitet worden durch die Proaktiv-SIM-Spezifikation, wo ein Kommando für die Karte gemacht wurde, dass sie von Telefon zur Karte Kommandos bekommt. So kann jetzt also die SIM-Karte von Telefon immer mal wieder anpullen kann. Also kann man zum Beispiel das Telefon fragen, hast du ein neues Kommando für mich? Und die Telefone können sagen, ja oder nein. So versuchen sie, um diese Restriktion herumzukommen. Man kann mehr als Polling machen, man kann auch Event-Benachrichtigungen machen, zum Beispiel Registrierung in eine neuen Zelle oder einen Webbrowser öffnen. Oder machst du einen mobilen Anruf? All diese Sachen können jetzt an die SIM-Karte geschickt werden und dann kann die SIM-Karte mit diesen Informationen machen, was auch immer sie machen möchte. Ich glaube, es gibt nicht viele sinnvolle Anwendungsfälle, anders als das Roaming-Steuern, aber es kommt natürlich darauf an, wo du dich registrierst, in welchen Zellen du bist, was für Signalstärke du hast, die man in die SIM-Karte füttern kann, damit die SIM-Karte entsprechend reagieren kann. Aber ich glaube, das ist eher exotisch und wenige Anwendungsfälle sind relevant. Das nächste ist Over the Air, also Funk, OTA, die Möglichkeit, kommunizieren mit SIM-Karten im Feld. Also die traditionellen SIM-Karten konnten OTA nicht. Man musste zur Herstellungszeit Personalisierung für die Karte machen und dann war es bei dem Telekommunikationsanbieter und wenn du was ändern wolltest, dann musst du dem Kunden eine neue Plastikkarte schicken. Über OTA kann man das aktualisieren und es gibt mehrere verschiedene Kommunikationskanäle, das zu tun. Manche Backend-Systeme vom Telefonanbieter können dann mit dem Telefonnutzer interagieren. Da gibt es dann SMSPP, das ist das SMS, was du kennst, also SMS von Punkt zu Punkt. Es gibt auch SMS Cell Broadcast, also Funkzellen Broadcasting. Das ist dann ein Bulk Update, also viele Sachen auf einmal aktualisieren. Das ist auch ein bisschen schwierig, dann diese Updates zu authentifizieren, aber okay, du kannst es auch über USSD machen. Und es gibt jetzt noch was Neues, BIP. Das funktioniert über GPRS und hier fünf ein paar Spezifikationsnummern, falls es euch interessiert. Und dann gibt es natürlich auch noch das neue Ding, HTTPS. Ich komme da mit späteren Slides drauf zurück.
Es gibt auch übrigens eine TLS-Implementierung auf SIM-Karten heutzutage, ob ihr es glaubt oder nicht. Okay, die kryptografischen Sicherheitsmechanismen, die spezifiziert sind, sind natürlich im Detail vom Hersteller abhängig. Ob es da nun Message Authentication gibt oder Verschlüsselung der Nachrichten oder Schutz vor Replay-Angriffen, das ist mehr oder weniger alles optional. Und da können wir natürlich viel Research, viel Forschung machen und Verwundbarkeiten und Schwachstellen veröffentlichen. Da ist auch in letzter Zeit viel passiert. Wenn man mit diesen Karten interagiert, dann als Angreifer, da geht viel. Eine der Sachen von OTR, ein Anwendungsfall, ist RFM, Remote Datei Management. Es kam mit Version 6 und es tut mir leid für die ganzen Rechtschreibfehler. Ein üblicher Anwendungsfall. Man kann Dateien von der Ferne aus aktualisieren und lesen. Das gibt natürlich einen legitimierten Use Case fürs Roaming. Vodafone in den Niederlanden hat schon mal darüber nachgedacht, dass der Anbieter ein Backup von deinem Telefonbuch machen kann. Das war sozusagen ein Versuch von Cloud Computing, bevor wir überhaupt Cloud Computing kannten. Aber naja, also ein Feature, was jeder hier natürlich fantastisch finden würde und gerne hätte. Natürlich ist es heute total irrelevant, weil keiner Kontakte mehr auf den SIM-Karten hat. Und dann gibt es noch RAM, es gibt nicht Random Access Memory, es ist Remote Application Management. Das kam mit demselben Release, im selben Typo. Es erlaubt Installation und Entfernung von Anwendungen auf der Karte. Also wenn wir bei Java-Karten sind, dann gehen wir von Java-Applets. Man könnte zum Beispiel neue IMSI-Applications installieren oder aktualisieren. Neue SIM-Toolkit-Anwendungen zum Beispiel oder Multi-IMSI-Anwendungen, falls jemand davon noch nicht gehört hat. Das ist im Wesentlichen eine SIM-Karte, das in Abhängigkeit von IMSI guckt, wo du gerade roamst, um rauszufinden, was das geringste Roaming-Kosten für den Telekommunikationsanbieter bedeuten würde. Also wenn es echtes IMSI wäre, dann würden sie vielleicht mehr IMSI-Roaming-Kosten machen. Also leihen sie sich irgendwie IMSIs und machen in ihren Netzen irgendwelche Auswege, um Kosten zu sparen. Also natürlich nur für den Operateur, nicht für den User. Ein etwas Premium, was es bei modernen SIM-Karten gibt. Also ja, man kann immer noch SMS machen, auch über LTE. Und USSD gibt es wahrscheinlich nicht mehr, aber das war früher beim Circuit Switch aktuell. Aber ja, es gibt jetzt einen neuen Transport-Channel, wie ihr mit SIM-Karten reden könnt. Und da kamen sie eben auf OTA über HTTPS. Das ist in dem Global Platform 2.2 Amendment B spezifiziert. Und ja, ihr seht auch die Dokumentationsnummer. Das ist ausnahmsweise mal gratis. Das benutzt dann HTTP und dann nutzt es etwas, das heißt PSK TLS, was ich also im Voraus geteilte Schlüssel mit TLS. Ich bin da zwar kein Experte, aber jeder, ja, man nutzt es in der Regel nicht so, aber es, naja, es nutzt halt die Spezifikation von TLS und mit verschiedenen Verschlüsselungsmodi und ja, eigentlich können Sie da ein bisschen auswählen, was Sie wollen. Und also IP und TCP wird im Telefon terminiert und alles quasi innerhalb vom TCP wird dann von der Karte gehandhabt. Und da habt ihr dann irgendwelche sehr interessante Stacks von Technologien und der Netzwerkstack sieht auch entsprechend interessant aus. Und wenn ihr jetzt, euch jetzt fragt, ja, warum überhaupt HTTP und also das wurde interessanterweise so implementiert, die Karte implementiert einen HTTP-Client, der macht einen HTTP-Post-Request und also eure SIM-Karte auf irgendeine Art wird quasi getriggert, angeregt, dass sie zum Management-Server verbinden
muss, weil der Management-Server halt was will. Und dann verbindet sich die Karte zum Management-Server mit einem Post-Request. Da gibt es eine hex-codierte APDU und die kriegt die Karte dann zurück und muss das ausführen. Und ihr seht, was es auch noch, also es gibt noch extrem viele XHTTP-Headers, die mitgesendet werden. Das würde normalerweise gar nicht funktionieren. Ich weiß nicht, warum sie überhaupt HTTP nehmen, aber ja. Schlussendlich, wenn man sich das anschaut, also ja, man muss einen extrem modifizierten HTTP-Server schreiben für die Karte. Also man hätte auch von Anfang an was anderes nehmen können. Eine andere Technologie, ich wusste nicht so recht, wo ich es hinstellen soll in den Folien. Das ist das SOT, das ist ein bisschen außerhalb der ganzen Spezifikation. Ich erwähne es einfach, weil es letztens verschiedene Schwachstellen gab darin und die ausgenutzt wurden. Also effektiv will man ja eigentlich nicht Java-Applikationen dass die in die Karte schreiben, aber man will immer noch das SIM-Toolkit nutzen. So wahrscheinlich ist, dass die Karte innerhalb der Java-VM eine andere VM quasi implementiert und ja, es ist ein bisschen sehr interessant und hat wahrscheinlich mal irgendwo einen Use Case gegeben, aber das habe ich noch nicht ganz herausgefunden, was das war. Und es gibt einen SAT-Browser, dieser ist innerhalb von Java, in Java implementiert, der empfängt ein Binärformat, welches dann quasi ein SIM-Toolkit-Menü oder was ähnliches machen kann, habe ich nicht im Detail angeschaut. Ja, zum Schluss, last but not least, gibt es natürlich noch die eSIM. Das können jetzt wahrscheinlich die meisten von euch als eine, das ist etwas sehr Dominantes im Apple-Universum, wo die SIM-Karte nicht mehr ein austauschbares Plastik, eine austauschbare Plastikkarte ist, sondern in das Gerät hineingelötet wurde. Der Formfaktor ist spezifiziert, der heißt MFF2 und also ist dann, ja. Das ist ein 8-Pin-SMD-Package, das auf das Mainboard quasi gelötet wird, eigentlich direkt. Und all diese Benutzeridentifikationen, Schlüssel und so weiter können alle abgedatet werden von außen. Und das funktioniert halt auf eine Art und Weise, dass es auch anbieterübergreifend funktioniert. Und das gibt halt, dafür gibt es diese GSMA, die GSMA. Ja, Entschuldigung, es gibt halt extrem viele Abkürzungen hier, das ist einfach so. Und die GSMA hat halt spezifiziert, wie diese verschiedenen Interfaces und so weiter zusammenarbeiten müssen und abgesegnet werden müssen und so weiter. Und am Schluss habt ihr ein System, wo sich die Hersteller gegenseitig schriftlich absichern müssen, damit man die Schlüssel in eine kryptografisch sichere Art herunterladen kann auf die eSIM. Zumindest ist das so die Theorie. Und damit das gesamte Profil des Benutzers halt machen kann. Der Benutzer kann das nicht machen, sondern man muss Mitglied der GSMA sein, also nur euer Provider, euer Anbieter kann das machen, weil der muss ein Mitglied sein. Und also es gibt es auch als Plastikkarte, häufig bei IoT-Geräten. Und also zum Beispiel für Geräte, die man remote updaten können muss. Jetzt noch die Bonus-Slide, das sind die CCC
Event-SIM-Karten, die man hier nutzen kann. Also wenn man hier unser gesendet und das sind Java-SIMs und U-SIM-Karten. Sie kann man über die Over-the-Air updaten, nicht also ein zufälliges Update, sondern das Remote File Management. Wir ist im SPP, wir haben nichts über das ist ganz sicher nicht HTTPS. Und wenn du mir Interesse daran habt und damit eigene Applets drauf schreibt, da gibt es eben eine Hello World, einige, die ihr nutzen könnt als Startpunkt. Ihr bekommt den Admin-Pin und Utensil vom GSM-Team. Und dann könnt ihr damit rumspielen, wie das normalerweise nur die Netzwerkbetreiber machen können. Einige Links, die tatsächliche Links sind auf den Slides. Also das heißt, ihr müsst auf das PDF gucken, wenn ihr es sehen wollt. Und damit kommen wir dann zu den Fragen, die wir jetzt nicht übersetzen werden. Und das war die deutsche Übersetzung von SIM-Card-Technologie A bis Z vom 36. Chaos Computer Congress. Eure Übersetzen waren Qui, Pharma Firma. Wir freuen uns über Feedback, entweder per E-Mail an hello@c3lingo.org oder über Twitter mit dem Hashtag C3T. Okay, Talks wie dieser sind übrigens der Grund, warum ich dieses Event unfassbar finde. Du hast hier jahrzehntelange Erfahrung, aber jetzt Zeit für Fragen. Was ihr sagt, das lässt mich wünschen, dass ich eine Firewall habe zwischen der SIM-Card und meinem Telefon. Gibt es da eine SIM-Card? Nein, nicht soweit ich weiß. Also es gibt ein paar Hersteller, um besonders sichere Telefone anzubieten, die sagen, wir haben sowas wie eine Firewall eingebaut. Ich weiß nicht, wie weit und in welchem Detail, aber es ist auf jeden Fall kein extra Gerät oder Produkt. Zu einer Zeit gab es irgendwie Interposer-SIM-Cards, die man zwischen SIM-Card und Telefon schieben konnte, aber das funktioniert natürlich nicht mehr mit den Nano-SIM-Karten und so weiter. Diese Zwischenkarten wurden meistens verwendet, um SIM-Locking zu vermeiden. Aber mit so einem Gerät könntest du natürlich eine Firewall implementieren. Aber bedenkt bitte, dass all diese Kommunikation, die OTA ist vielleicht verschlüsselt, aber alles zwischen der Karte und dem Telefon ist komplett unverschlüsselt und unautorisiert. Also du kannst alles mitschneiden und verändern, wie du möchtest. Da ist noch ein Produkt, ein Osmo Conference Call, das heißt SimCase. Das kannst du als Man-in-the-Middle-Gerät bauen, um die Kommunikation zu verfolgen. Danke. Mikrofon 1. Könntest du bitte ein bisschen über die SIM-Checker-Angriffe reden? Die Telefonanbieter haben gesagt, es gibt nur wenn du den SAT-Browser auf dem SIM-Card hast, aber die meisten hatten das irgendwie nicht. Hast du da ein Gefühl dafür? Wie viele SIM-Cards haben so einen SAT-Browser und welche davon sind angreifbar oder welche anderen Anwendungen sind darüber angreifbar? Ich weiß nichts über diese Angriffe. Ich kann da nicht wirklich im Detail drüber reden. Ich weiß, es gibt ein Open-Source-Werkzeug, das von SR Labs kommt, das möglich macht, Karten zu testen. Also wenn du verschiedene Karten möchtest, dann kannst du das benutzen. Ja, hier gibt es auch den Link, eine Java-Anwendung. Ich habe keine Zahlen oder Wissen, was du gefragt hast, kann ich leider keine Zahlen geben. Tut mir leid. Vielen Dank. Es gibt noch eine Frage aus dem Internet. Hi, Leute aus dem Internet. Da gab es eine Frage, gibt es die eSIM? Kann man das sehen als zurück zum Anfang, insbesondere was der US-Markt am Anfang hatte, also zu Beginn der Zeit? Also das bezieht sich auf die Situation, dass die Identität hart ins Telefon gekabbelt wurde und nicht austauschbar war. Und ich denke, nein, nicht wirklich, weil man es ersetzen kann. Das kann von jedem kommerziellen Hersteller ausgetauscht werden. Das bedeutet natürlich, ich kann so ein Gerät nicht benutzen in einem privaten GSM-Netzwerk oder wenn man so ein Campus-Netzwerk hätte für 5G zum Beispiel, was offensichtlich jeder heutzutage braucht. Es gibt natürlich Grenzen für solche Anwendungsfälle, aber für den normalen Telefonanwender, der zwischen Herstellern wechseln möchte, das ist genau das, was das System versucht zu lösen. Wenn du nicht zum Club gehörst, dann bist du eben raus. Vielen Dank.
die Person hinter Nummer Mikro 5 hat einen sehr schönen Hut und uns, es geht hier um Fashion, deswegen darfst du jetzt fragen. Okay, das ist, meine Frage ist, glaube ich, gerade beantwortet worden. Ich glaube, ich wollte nämlich wissen, was POC uns davon abhält, eine ESIM zur Verfügung zu stellen. Ein Profil für eine ESIM, ja genau, das ist das Problem. Um das zu installieren, müsste das signiert werden und müsstest alles technisch implementieren. Das ist machbar, die Spezifikationen sind öffentlich, aber du müsstest das zertifiziert bekommen, das ist schon schwieriger. Und dann, weil du kein GSMA-Mitglied bist, kein Operateur bist, kannst du kein Member werden und die Kohle dafür haben wir sowieso nicht, deswegen wird das nicht so gehen. Aber was das POC tun könnte, ist einen physikalischen eSIM-Chip machen. Also wenn jemand heute daran basteln möchte, das sollte möglich sein. Du könntest es kaufen wie andere SIM-Karten kaufen und dann könntest du deine Identität da reinbauen. Das hilft natürlich für andere Sachen, aber nicht für das, was du gefragt hast. Okay, keine coolen Mützen mehr, deswegen Mikrofon 7. Vielen lieben Dank für deinen fantastischen Vortrag. Ich habe eine Frage über das Dateisystem, das Flash-Dateisystem. Ich habe schon ein bisschen mit den Karten gearbeitet, auf dem Dateisystem-Level, und für manche Dateien muss man spezifizieren, musst du Authentication-Tango machen, auf PIN 1 ein CHV anbieten, bevor du die Dateien angucken kannst. Meine Frage ist, ob es billige Software- oder Hardware-Tricks gibt, um auf die Dateien zuzugreifen oder sie zu modifizieren, die üblicherweise hinter dem PIN versteckt sind. Nicht, dass ich es wüsste, und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich sehr spezifisch auf die Karte und es gibt so viele verschiedene Karten. Ich glaube, es ist unwahrscheinlich. Schreibzyklen kannst du wahrscheinlich 100.000 und 500.000 Schreibzyklen haben, also das ist ungefähr die Range, was die Industrie verkauft. Und dann gibt es unterschiedliche Algorithmen und SIM-Karten-Betriebssysteme gehen so weit, dass du sogar spezifizieren kannst, welche Dateien werden häufiger aktualisiert. Also es wird unterschiedliche Flashware benutzen. Aber eine interessante Geschichte, wenn wir die Minute haben. Ich war bei OpenMoko mit dabei, manche Leute erinnern sich vielleicht daran. Das war ein Open-Source-Smartphone 2007. Und da gibt es tatsächlich einen Bug im Basisband. Das wird die ganze Zeit ein paar Dateien auf dem Flash immer neu schreiben. Und ein paar Early Adopter-User haben deren SIM-Card daran kaputt ging, weil man die ganze Zeit einen Schreibzugriff darauf geballert hat. Also ich wüsste jetzt nicht coole Zugriff Tricks, um das zu umschiffen. Vielen Dank. So, dann Mikrofon 6. Vielen Dank für den hilfreichen Vortrag. Ich habe folgende Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es nicht möglich, die Codes herauszufinden, die auf der SIM-Karte haben. Meine Frage geht jetzt noch etwas weiter. Gibt es etwas Besseres als die Spezifikation, die ganzen Protokolle und so weiter besser zu verstehen? Gibt es einen Weg, zum Beispiel einen Code-Dump zu machen? In Sachen Dokumentation, weiterführende Dokumentation, da gibt es vor allem ein Dokument, das ist dieses hier, das SIM-Alliance Stepping Stones, das ich empfehle. Das ist eine sehr gute Übersicht, was es alles für Spezifikationen gibt und wie die zusammenarbeiten. Das kann ich sehr empfehlen. Was Tools angeht, um den Code von der SIM-Karte herunterzuladen, ja, da gibt es schon Tools, aber die sind halt sehr spezifisch für das Smartcard-Betriebssystem, für den Chip und so weiter. Da muss man eher irgendwo einen Leak finden, welches, ja, wo zum Beispiel sowas halt mal heruntergeladen wurde. Also ich
habe halt sowas zum Beispiel bei der Firma, wo ich arbeite, aber es, ja, wie soll ich sagen, SIM-Karten, die halt draußen sind in der Welt, die sind typischerweise auch abgesichert, damit man den Code nicht einfach herunterladen kann. Meistens wird das so gemacht, dass wenn man quasi die Karte resetten will, dann, also sobald die Karte mal draußen ist, wenn du sie normal nutzt, jedes Mal, wenn jemand versucht, etwas zu machen, was von der Spezifikation nicht vorgegeben ist, dann muss man quasi die Karte zurück in den Personalisierungsmodus kriegen. Und das wird typischerweise, hängt das dann zusammen, dass man die Karte komplett resetten muss, also Factory Reset, alle Daten des Anbieters auf der Karte werden dann gelöscht und dann könntest du sie neu programmieren, aber typischerweise kannst du sie eben nur, kriegst du sie nur in den Modus, wenn du sie total resettest, total zurücksetzt, alles löscht. Du hast gesagt, dass die Karte zum Beispiel im Telefon sagen kann, dass es eine Webseite öffnen soll. Wo ist denn sowas nützlich? Was gibt es für Use Cases? Wird das überhaupt unterstützt? Und gibt es da, ja, das ist eine gute Frage, wenn man diese ganzen Spezifikationen liest, vor allem ja, die proaktive SIM-Spezifikation, dann habe ich immer so den Eindruck, ja, das ist alles sehr interessant, aber ich habe das noch nie gesehen. Ich bin da so ganz komplett mit dir einig. Egal, ob es, also ich weiß nicht, ob es von den Telefonen überhaupt extrem supported wird. Das müsste man halt wirklich mal ausprobieren mit verschiedenen Telefonen. Meine Befürchtung ist, weil es ein Feature ist, das selten genutzt wird, dass es viele Geräte gar nicht richtig supporten, weil es gar nicht richtig getestet wurde, weil es niemand nutzt. Dankeschön, das Mikrofon 1 nochmal. Hallo. Meine Frage ist, wenn man eine eSIM hat und man möchte sie provisionen, kann man das mit Tier 069 machen oder nicht? Nein, das ist ein vollständig anderer Ansatz für die Protokolle, die man dafür nutzt. Und das hat zu tun mit der globalen Plattform 2.2 NXP. Ich kann es jetzt gerade nicht finden. Alles die Spezifizierung und die hat die gesamten Protokolle drin, die man zwischen Elementen nutzt und die ist total anders. Auch die Anforderungen sind vollständig anders, weil man ja verschiedene Teilnehmer hat. Man hat den Kartenherausgeber, man hat den Netzwerkbetreiber und hat man noch, es ist ja nicht eine einzige Entity, die einfach ihre Geräte zur Verfügung stellen möchte, sondern es sind ja verschiedene Damen im Boot, zwischen dem inzwischen auch einen Wettbewerb zwischen den Operatoren haben, selbst wenn der Original Operator das nicht gut findet und den anderen Operator nicht haben möchte, denn das trotzdem funktioniert auch auf draußen auf dem Feld noch funktioniert in 10 Jahren. Dankeschön. Dankeschön, das war die letzte Frage des letzten Talks vom Tag. Zum Glück, aber nicht der letzte Tag. Das war der Donnerstag, also 3 weitere Tage. Dankeschön.